Carsten Schneider, den haushaltspolitischen Sprecher der SPD. Die Haushaltspolitiker haben ja eine ganz neue Bedeutung seit 4 Wochen, denn das ist ein Novum. Der Haushaltsausschuss muss zustimmen. Die Kanzlerin kann auf dem Gipfel gar nichts entscheiden, was der Haushaltsausschuss nicht abgenickt hat. Deswegen war gestern die Sitzung besonders wichtig, als Wolfgang Schäuble bei Ihnen war. Was hat er Ihnen denn da gesagt? Ja, alles, was sich mittlerweile schon wieder geändert hat. Denn es gibt ja bisher zumindest keine verabredete Grundlage. Mitten in die Sitzung platzte dann auch die Nachricht, die Regierungserklärung von der Bundeskanzlerin ist abgesagt. Und bis gestern oder heute Morgen habe ich gedacht, es wäre alles obsolet. Hat sich jetzt schon wieder gänzlich geändert. Wir werden jetzt eine Debatte im Bundestag darüber haben. Und angeblich sollen wir auch im Haushaltsausschuss heute über die Richtlinien, wie dieser neue Fonds sich letztendlich verhalten darf, was er machen darf, welche Geschäfte er tun darf, entscheiden. Das ist allerdings ein Vorgang, der mich vor fast sprachlos macht, denn wie kann man von einem Tag zum anderen so grundsätzliche Fragen, ohne Sachverständige zu hören etc. im Bundestag entscheiden? Ich bin einigermaßen konsterniert und verunsichert, ehrlich gesagt. Die Lösung könnte ganz einfach sein, Herr Schneider. Die Franzosen und die Deutschen haben sich geeinigt, aber das glaube ich auch nicht. Denn es geht ja um den Streit, wie wird die Hebelwirkung erzeugt. Einmal um die Frage, soll der EFSF einen Bankenstatus kriegen und sich über die EZB frisches Geld leihen? Hätte den großen Nachteil für uns, Geldwertstabilität, dass ganz viel Geld auf den Markt käme und vor allem die Deutschen wieder zahlen würden. Das will die deutsche Bundesregierung nicht. Die will einen Hebel, der so aussieht, dass man die Privatinvestoren mit ranzieht und 20-30% der Summe absichert. Den Rest würden dann aber die Privatinvestoren tragen. Sie haben die Bundesregierung gestern ziemlich kritisiert. Sind Sie denn nicht der Meinung, dass dieser Weg von Angela Merkel zumindest bei den beiden Alternativen der bessere wäre? Ja, wenn sie ihn mal vorstellen würde. Bisher ist uns offiziell das ja auch noch nie vorgestellt oder zugestellt worden. Das scheint eine Verhandlungslinie in der Bundesregierung zu sein, aber keine, die mir zumindest offiziell bekannt ist. Der entscheidende Punkt für uns ist, reicht das Volumen des bisherigen Fonds aus? Bis dato, ich sag mal, bis gestern galt immer, die 440 Milliarden Garantievolumen würde ausreichen. Jetzt habe ich auch durch den Finanzminister bestätigt bekommen, es geht nur, wenn er letztendlich auch gehebelt oder effektiviert wird. Das bedeutet, wir werden letztendlich in ein höheres Risiko hineinlaufen. Und wenn das höhere Risiko bedeutet, dass wir die Wahrscheinlichkeit größer ist, unser eingesetztes Geld zu verlieren, dann darf eben nicht der Haushaltsausschuss entscheiden, sondern dann muss der Deutsche Bundestag nochmal entscheiden, weil genau über diese Frage der Bundesfinanzminister den Bundestag und auch die Öffentlichkeit, ich würde sagen, getäuscht hat, aber zumindest nicht darüber aufgeklärt hat, was das für sich bedeutet. Genau darüber geht jetzt auch die Abstimmung im Bundestag. Da gibt es gleich eine verbundene Debatte. Ich begrüße Norbert Bartle, den haushaltspolitischen Sprecher der Unionsfraktion. Das ist ja der Streit, die 211 Milliarden. Sie haben von 440 Milliarden gesprochen, das sind die Gesamtvolumen. Deutschland haftet alleine für 211 Milliarden. Da sagt ja nun die Bundesregierung, alle Koalitionspolitiker wie ein Mantra, das ist das, was der deutsche Steuerzahler maximal belastet würde. Es kommt nicht mehr zusammen. Was passiert aber, wenn zum Beispiel der AAA-Status von Frankreich fällt? Dann gibt es schon Berechnungen, 253 Milliarden, also ein Fass ohne Boden. Diese 211 Milliarden ist unser maximaler Garantierahmen. Da wird nicht daran gerüttelt und daran bleibt es. Alle Verhandlungen, die bisher stattgefunden haben und die ja in den Papieren, die uns vorgelegt wurden, auch dargelegt sind, beinhalten bisher keinen Hebel, beinhalten bisher keine Ausweitung dieses Garantierahmens und beinhalten auch keine Ausweitung des Risikos. Deshalb ist das, was uns die Opposition hier vorwirft, eigentlich eine Geisterdebatte. Das entbehrt jeglicher Grundlage. Denn wenn man diese vier Instrumente, die künftig im EFSF möglich sind, anschaut und wenn man die Guidelines, also die Leitlinie dazu anschaut, dann ist dort lediglich technisch dargelegt, wie diese angewendet werden können. Da ist aber an keiner Stelle von einem Hebel im finanztechnischen Sinne die Rede. Und deshalb sind diese Vorwürfe, die da vorgetragen werden, völlig ohne Grundlage. Es wird selbstverständlich auf europäischer Ebene noch darüber verhandelt, ob man die Wirkung des Rettungsschirmes vervielfältigen kann, indem man zum Beispiel eine Teilabsicherungslösung macht. Das ist aber noch nicht entschieden und nicht Gegenstand der Debatte. Ich bin jetzt verwirrt. Kein Hebel? So ist das. Ja, also dann ist ja gar kein Problem, Herr Schneider, gar kein Hebel. Scheinbar reichen die 211 oder 440 Milliarden, je nachdem, wie man rechnet. Nein, bis jetzt soll laut Aussage der Regierung kein Hebel drin sein, aber sie verhandeln derzeit noch darüber. Und deswegen ist in diese Richtlinie, die wir jetzt haben, nur vorläufige. Und die reale Gefahr besteht, dass wir eventuell heute etwas beschließen, was am Mittwoch oder am Sonntag schon wieder obsolet ist und dann quasi wieder neu beschlossen werden muss, um eben diese höheren Mittel zu generieren oder die Schlagkraft dieses Fonds zu erhöhen.
Das ist dann allerdings verbunden mit einem höheren Risiko, dass unser Geld ausfällt. Deswegen meine ich, ist das heute einfach obsolet. Es scheint mir nur noch darum zu gehen, die Koalition irgendwie zusammenzuhalten und der Bundeskanzlerin, da sie nur gestern kein Mandat bekommen hat, für Verhandlungen irgendwie heute eins zu geben. Aber das verwirrt nicht nur die Öffentlichkeit immer mehr, sondern sicherlich auch die Kollegen hier und trägt nicht dazu bei, dass wir erstens eine breite Mehrheit im Bundestag bekommen, geschweige denn eine überzeugende Lösung. Herr Bartle, was hat sich geändert heute Nacht, dass der Haushaltsausschuss heute wieder zusammenkommen kann, und um eine Entscheidung zu fällen? Ist man auf die Franzosen zugegangen? Sind die Franzosen auf uns zugegangen oder wo ist die Linie? Es ist so, dass wir gestern lange und ausführlich uns im Haushaltsausschuss beraten haben, mit der Regierung beraten haben, die Papiere analysiert haben, die Papiere angeschaut haben. Und auf Basis dieser Papiere können wir heute im Haushaltsausschuss eine Entscheidung treffen. Falls international tatsächlich über weitere Maßnahmen abgestimmt werden sollte, verhandelt werden sollte, dann können diese erst in Kraft treten. Und die Bundesregierung kann dem erst zustimmen, wenn wir wieder vorher dieses gesehen und dem zugestimmt haben. Das ist eine klare Linie, eine klare Struktur in der Abfolge. Und das weiß auch die Bundesregierung, das weiß die Bundeskanzlerin, das weiß der Bundesfinanzminister. Und beide halten sich strikt an diese Linie. Nochmal zum Verständnis. Der Gipfel jetzt am Sonntag ist kein Vorgipfel, sondern der am Mittwoch soll dann der entscheidende Gipfel sein, hieß es gestern. Sondern Sie wollen noch erreichen, dass jetzt am Sonntag bereits Entscheidungen fallen. Nein, also es ist so, dass über eine mögliche Ausweitung, Multiplikationseffekt für den Rettungsschirm jetzt am Sonntag nicht entschieden werden kann. Das steht nirgendwo in den Papieren. Und es ist in unserem nationalen Gesetz klar geregelt, dass wenn wir, der Haushaltsausschuss, nicht vorher zustimmen, dann muss die Bundesregierung sogar international mit Nein stimmen. Also wir sind völlig auf der sicheren Seite und wir werden dieses parlamentarische Verfahren auch künftig einführen. Sie haben eine verbundene Debatte. Vielen Dank, Herr Schneider. Sie müssen auch abschließend noch ganz kurz zum Verfahren. Die Finanzminister beraten heute in Brüssel, der Haushaltsausschuss hier in Berlin. Noch mal ganz kurz, worüber wird dann heute beraten bei den Finanzministern, unter anderem auch über den Schuldenschnitt bei Ihnen für Griechenland, bei Ihnen auch? Wir beraten heute über die Drucksache des Haushaltsausschusses, die uns gestern zugeleitet wurde. Das beinhaltet die Richtlinien, die Guidelines für diese vier neuen Instrumente des EFSF und über nichts sonst.